Ich bin So. einverstanden. Bist du einverstanden mit der Aufnahme? Ja. Ich grüße dich, Bernhard. Einen wunderschönen guten Morgen. Auch guten Morgen, Michael. Nachdem ja unser Freitagtermin mangels Internet nicht funktioniert hat, haben wir jetzt einen Ausweich-Spontantermin gemacht heute Vormittag, ja. 11.17 Uhr. So, also wunderbar, dass wir. Aufpassen, Michael, wegen der Zahl 17. Warum? Ja, 17 ist ja Q. Ja. Und dass wir hier nicht in falsche Gedankengebilde hineinrutschen. Nee, da passen wir ein bisschen auf. Ja, genau. Ja, okay. Auch schönen guten Morgen erst nochmal. Ja. An dich und an alle, die uns dann ansehen werden, uns durch die Sendung begleiten werden und vielleicht das eine oder andere als Blickpunkt dann ihr eigenes. Ja, wir haben uns ein spannendes Thema heute rausgesucht. Wir werden heute mal die 10 Gebote uns anschauen. Ich habe gerade so ein bisschen in der Vergangenheit, jetzt in der jüngeren Vergangenheit, beschäftige mich wieder ein bisschen intensiver mit dem Christentum. Und da sind doch wieder ein paar Sachen hochgepoppt. Das ist so dermaßen krass. Ich gerade so die evangelischen Räte, ja, das haben wir jetzt letztens drin gehabt, ja, Gelübde der Armut, der Keuschheit und des absoluten Gehorsams, was ungefähr so die Great Reset Agenda darstellt eines Klaus Schwab. Ja. Hochspannend, ja, also man muss sich eigentlich nur christlich verhalten im Sinne der Definition des Katechismus, da macht man eigentlich nichts falsch, oder? Ja, so kannst du es nennen, wenn du das alles, was da niedergeschrieben ist und überliefert ist, wenn du das wörtlich nimmst. Ja. Wir in unserer Betrachtungsweise haben ja diese große Überschrift, lese nicht, was geschrieben steht. Sondern? Sondern, ja erstmal, wenn wir heute hineinlesen in diese Texte, dann muss unser Gehirn das als Historie betrachten. Ja. Damals, irgendwann ist das und jenes geschehen, das ist passiert und dieses wurde dann vollbracht. Da liegt schon das erste Fragezeichen in unserer Betrachtungsweise, weil daraus werden dann, wenn ich es zeitlich aufarbeite, werden daraus Geschichten. Dass ich diese Texte, dieses Wissen in irgendetwas, sehr vorsichtig formuliert, einkleiden muss, damit es die Menschen verstehen. Ja, das sind die viel zitierten Märchengeschichten, die man heute immer drum rumranken lässt, damit man die Kernaussage nicht mehr findet. Genau, so ist es bitte auch bei Gebrüder Grimm, die waren ja auch Kabbalisten. Ja, oh ja. Und diese Märchen, die sind eingegleitet. Eingegleitet in Märchen und dahinter oder tiefer liegt ein enormes Wissen für den Menschen auf dem Weg zu sich selbst. Auch in den Märchen von Grimm. Genau, genau. Cool. Denk an die 7 Zwerge hinter den 7 Bergen. Ja. Denke an die 7 Raben. Denke an Dornröschen. Ja, Froschkönig. Genau, alles eingeleitet. Und so ist es, und hier können wir noch sagen, ja, es ist ein Märchen. Es ist Fantasie. Und wenn wir hinübergehen in die ursprünglichen Texte, dann können wir, es sind Geschichten, symbolisch gemeint, es sind Märchen. Dahinter liegt dieses tiefe Wissen, was leider Gottes, können wir jetzt hinzufügen, in unserer Zeit, in unserer Kultur nur noch gelehrt wird als Geschichten, die angeblich Gänsefüßchen auch tatsächlich geschehen sind. Ja. Und bitte, 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 davon sind wir ganz, ganz, ganz weit entfernt. Ja, also ich habe auch so den Eindruck, gerade nach vielen Gesprächen mit dem Volker Dübers, ja, der mir dann erklärt hat, dass diese ganzen Märchenschreibereien eigentlich nur dazu da sind, um fehlende Zeiten irgendwie bildlich darzustellen, sodass wir eine Vorstellung von irgendeinem Mittelalter haben, ja, was es vielleicht gar nicht gegeben hat. Ja, ja gut, das sind wir wieder im historischen Denken, im Viererdenken. Ja. Lieber Michael, versuchen wir heute mal diese 1-4-Verbindung noch mehr herauszuschälen, damit man wirklich ein bisschen wirtschaftlich jetzt formuliert, damit man wirklich den Menschen den Nutzen bieten,
immer mehr aus diesem, in der Überlieferung nennen wir es Krieg. Heraklit sagt, der Krieg ist der Vater aller Dinge. Und dieser Krieg ist ja zur Stunde auch nur die vier, alleine die vier, nur die Außenwelt oder die Verbindung mit mir, mit meiner Seele, mit meinem Selbst, wie immer wir es jetzt formulieren. Also der Krieg im Innen oder der Krieg im Außen, ne? Ja, genau. Oder ja. Auch bitte hier auch nochmal hineindenken. Wir haben zwei Strömungen. Wir haben einmal diese nur vier Strömung, die mit aller Macht und auch Freude den Menschen wegführt, verführt von dieser Möglichkeit, dieser Verbindung. Ja. So, und das ist dieser Krieg zwischen dem nur vier und dem 4-1-Prinzip. Ja. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass der Dritte Weltkrieg mit Giftspritzen und mit Spritzen und, Verzeihung, war Satire, mit Spritzen und Wattebällchen geführt wird. Das sind Auskristallisierungen und dahinter, wirklich dahinter, wirkt ja noch ganz, ganz was anderes und wirklich dieser Krieg. Ja. Dass viele Menschen in unserer Zeit diesen Krieg als das Vordringlichste nehmen, ist geschickt eingestreutes Gift, wieder von der Vier. Die wirkliche Herausforderung ist, wieder ein Wort, das in unserer Zeit eine eigenartige Semantik besitzt, diesen Einweihungsweg, dem einen sich weihen zu geben. So, und da sind, ich habe ja Teile der Bibel übersetzt, außen, und bitte hier nochmal aus dem Urhebräischen heraus. Nicht die Luther-Übersetzung. Luther konnte so gut wie kein Griechisch. Luther konnte auch kein Aramäisch, kein Hebräisch und schon gar nicht Urhebräisch. Warum auch immer das geschehen ist, und hier dürfen wir auch nochmal einen Gedanken hineinlegen in die Thematik dieser Zeit, der Luther übersetzt hat. Es war auch ein Kampf zwischen den Gutsherren in dieser Zeit und der Kirche. Und er wurde von einem Gutsherrn bezahlt, die Bibel zu übersetzen. Nur als Gedanke bitte. Ja, also gut, man könnte auch sagen, dass das Korrumpierte erneut korrumpiert wurde. Genau. Indem man versucht, das Narrativ zu glauben. Könnte man sagen, dass das dann auch so eine Art Q ist mit irgendwelchen polaren Gegenströmungen, die dieselben Narrative verwendet? Naja, hier, jetzt sind wir geschichtlich und geschichtlich gibt es bestimmte Auskristallisierungspunkte auf bestimmten Gebieten dieser Erde. Und eine Auskristallisierung dieser materiellen Ebene war, die Macht den Kirchen wegzunehmen. Wo bitte das Wort Kirchen hier auch schon wieder mit Wertung ein sehr gefährliches Wort ist, weil wenn wir heute das Wort Kirchen benutzen, dann brauchen wir ja noch das Wort Macht und Geld dazu und nicht die Ursprünglichkeit, heißt, würde wir müssten sagen, Religio, Rückbindung, Religion. Ja. Religio heißt die Rückbindung und Rückbindung meint die 4-1-Verbindung. Okay. In Wirklichkeit. Okay. Wenn wir uns dort gemeinsam wiederfinden, dann ist das auch in Ordnung. Und lass uns mal bitte nochmal einen Gedanken haben mit 4-1, wenn diese Verbindung gerissen ist. Dann orientiert sich der Mensch nur noch an diese 4. Haben wir ja zur Stunde sehr häufig auch in Familien. Der Mann, die Frau hat sich biegsen lassen und die Frau hat sich nicht biegsen lassen oder umgedreht jetzt. Und dann haben wir selbst in den Familien schon diesen 4-1-Krieg. Ja. Ja, oder die Kinder haben sich impfen lassen. Was immer jetzt, wir sind mittendrin in diesem. Bin ich auf dieser Seite? Oder auf der anderen. Oder auf der anderen Seite. Oder nee, Seite ist vielleicht blöd, das gibt so diesen polaren Charakter. Bin ich noch in dieser Ebene oder bin ich schon eins weiter? Ja, auch hier bitte nochmal hineindenken, auch welche, die sich jetzt nicht pieksen lassen.
können auch noch in der 4 sitzen, weil sie es nur aus Polarität heraus tun. Und dann gibt es ja die, wo diese Durchdringung zu sich selbst begonnen hat. Ja. Ja, und es gibt welche, die es nur aus Opposition heraus sich nicht pieksen lassen. Die gehören immer noch zu 4. Ja. Ich meine hier wirklich die Menschen, die in sich spüren, dass irgendwas in ihnen wohnt, diese Verbindung suchen und finden zu wollen. Ja. Die meine ich jetzt. Genau. Ja, und die gibt es. Und dort haben wir ja zur Stunde den Vorteil durch die C-Zeit. Bei manchen ist, symbolisch gemeint, Gott sei Dank, diese Kruste schon ziemlich weggefallen. Und sie können wieder auf die Suche gehen und wieder ins Finden kommen. Und dazu haben wir ja dann auch unsere 10 Gebote, die in der Überlieferung nicht Gebote heißen, auch nicht Verbote im Sinne, tu das nicht, mach dieses nicht, lass das sein, sondern in der Überlieferung heißt es 10 Worte. Als Empfehlung Gottes, wie sich als Empfehlung, und ich wiederhole hier nochmal, als Empfehlung, wie sich der Mensch verhalten möge, wenn er den Sinn des Lebens sucht. Wenn er zur 1 will. Genau, wenn er zur 1 will. Und wir haben ja 2 Tafeln. Also kann man sagen, es ist so eine Art Betriebsanleitung. Ja. Ja, okay. Und bitte, wenn wir heute durcharbeiten würden, im Alten Testament die Schöpfungsgeschichte, wenn wir durcharbeiten würden, die Paradiesesgeschichte, dann die Lamech-Geschichte, Abraham und Abraham und Noah, Mose durcharbeiten würden, dann ist es einmal die Grundstruktur von Welt, die Beschreibung als Betriebsanleitung um deine Worte. Und auf der anderen Seite, wie sich der Mensch zu dieser 1-4 verhalten möge. Gut, aber das drückst du mit dem Wort Gebot ja auch aus. Ein Gebot ist auch eine Empfehlung. Also wenn du zum Beispiel, wenn ich das jetzt mal übersetze in Verkehrsschilder, das fällt mir jetzt gerade spontan ein. Jetzt sind wir wieder in der 4. Das sind die Zeichen. Die blauen Geschwindigkeitsangaben sind Empfehlungen. Genau. Also es wird als Richtwert wird es empfohlen. Ja? Genau. Das ist ein Gebot, das sind Gebotsschilder. Also das ist ja dann auch eine Art Empfehlung, ja, kann man so schon verstehen. Vielleicht ein bisschen verklausulierter, etwas strenger, vielleicht mit mehr, ja, also so nicht direkt, dass die Empfehlung, aber das Gebot spricht schon in diese Richtung, oder? In der Überlieferung wird da ganz klar wieder getrennt. Einmal diese Gebote, Verbote. Und bitte, eine Empfehlung ist was anders. Da ist kein, ach, bist du böse dahinter. Das ist ungefähr so, wie wenn du sagen würdest, was ist das Gegenteil einer Empfehlung? Wir sind ja hier auf Erden in unserem Körper hinein inkarniert mit der großen Situation, nenne ich es mal, dass wir diese Freiheit haben, uns entscheiden zu können. Und deswegen kann es nur eine Empfehlung sein. Ja. Symbolisch bitte gemeint, Gott kann hier nicht hineinspucken, weil dann würde er alles beeinflussen. Er muss den Menschen wirklich in seiner Freiheit hier reinstellen und sagen, ich kann es dir empfehlen. Die Entscheidung, diese große Entscheidung treffe bitte selbst. So, und das nennt man ja auch dann die Liebe Gottes, dass der Mensch diese Freiheit hat, seine eigene Entscheidung für nur die 4 oder für die 4-1-Verbindung zu treffen. Okay. Ja, dass natürlich die Seele dann selber mit hineinwirken möchte, ist wieder eine andere Thematik. Deswegen gibt es ja in der letzten Auskristallisierung auch unsere Tränen der Seele, die Schicksalsschläge, die Krankheiten, wo nochmal auf den Weg bringen zur 1-4 angeboten wird, wo es viele machen und viele leider Gottes ja auch nicht und sich wieder nur der 4 anvertrauen, im Sinne, ich gehe zum Arzt, delegieren dann ihre Gesundwerdung dem Arzt und dann bekommt das Wort Selbstheilung, Selbsterzählenheilung gemeint,
natürlich ganz andere Bedeutung. Ja. So, lass uns den ersten. Genau, wollte ich gerade sagen. Ja, erstes der 10 Gebote mal hineinlesen. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ja, die erste. Ich habe jetzt die Zuns-Übersetzung genommen, weil das Hineindenken ist, das fängt ja schon mit dem ersten Buchstaben an, die Bibel. Wir haben präsentiert bekommen, am Anfang schuf Gott. Ja. Die wörtliche Übersetzung würde lauten, im Anfang. Ja. Am bedeutet, jetzt geht erst alles los. Im ja. Anfang, es war vorher schon. Ist alles schon was da, ja. In diesem genau. Anfang passiert jetzt was, ja, genau. Genau. Es geht erst los, nachdem schon vieles geklärt ist. Beginnt erst die Bibel. Okay. Darüber gibt es noch was, was auch in den Überlieferungen natürlich sehr bekannt ist. Also, die erste Empfehlung Gottes aus der Zunsbibel. Ich bin der ewige, dein Gott, der dich geführt aus dem Lande Ägypten, aus dem Knechthause. So, Ägypten ist in der Überlieferung immer, immer diese Welt, die vier alleine. Okay. Und dort ist die Knechtschaft. Und bitte, Michael, geh mal mit hinüber, wenn einer nur in der Vier ist, ist er in der Knechtschaft. Ja. Nämlich, er dient der Vier. Ja. Er dient der Größte, Beste, Schönste, Höher, Weiter. Ja. Dein Haus, dein Auto, dein Geld. Genau. So, und diese Empfehlung lautet, erstmal noch, ich bin der Ewige, Ewige in der Überlieferung, vielleicht hier noch ein Bild, ist dieser ruhende Gott, dieser stille Gott. Wir haben ja mehr Amtsbezeichnungen in der Bibel. Denkt bitte auch der Allmächtige, den Herrgott und so. Ja. Das ist der Ewige, der okay. an einer bestimmten Stelle in der Bibel erscheint und dessen Eigenschaft, dessen Fähigkeit die Ruhe und die Stille ist. Okay. Wenn wir den Einweihungsweg hineindenken, dann gilt es, diesen Weg zu dieser Ruhe und zu dieser Stille auch zu finden. Und der hat jetzt diese Empfehlung ausgesprochen. Raus aus Ägypten, raus aus dieser Vielheit, okay. raus aus der Vier, raus aus der Knechtschaft. Sonst kommst du niemals zur Eins. Zur Eins, zu deiner Seele. Es ist in unserer Zeit häufig, gerade in den Großstädten, leichter gesagt als getan. Ja. Wenn ich erinnere, ich habe mal gesagt, diese Massentierhaltung. Genau, Massentierhaltung. Diese Chitins lauern ja überall an jeder Hausecke. Und dort wird als erste Empfehlung ausgesprochen, geh aus dieser Knechtschaft. Hier bitte, denk auch mal, um in deinem Themenbereich auch zu sein, denk mal auch ans Geldsystem. Ja klar, das sind die Abhängigkeiten, die durch die Vier geschaffen wurden. Also das kannst du jetzt auf die C-Zeit so übertragen, jetzt schränkt man dir dein Grundrecht ein, ja? Ja. Nach dem Motto, du kannst jetzt nur noch genesen und geimpft irgendwie eine Pizza essen gehen und merkst gar nicht, dass das eigentlich nur die verklausulierte Abhängigkeit ist, die, ja, das wirft wie ein Drogenentzug, so kannst du sagen. Also wir entziehen dir etwas und jetzt gimperst du da hinterher und sagst, ich brauche das, also ich kriege das nur noch als Genesener oder als Geimpfter. Fallen eben viele drauf rein, weil sie das mit der wahren, mit einem Grundrecht verwechseln, obwohl sie damit sich die Abhängigkeit wieder ins Haus holen, ja. Ja, genau. Deutlicher mit Spritzen kannst du es ja nicht sagen. Ja. Auf der anderen Seite bitte, dass wir auch die Menschen, die gerade diesen Peak sich nicht abholen, dass sie bitte wissen, dass sie hier gerade aus einer Knechtschaft heraustreten. Ja. Aus einer Unterwerfung heraustreten. Ja. Ja. Genauso habe ich das auch verstanden. Ja, und bitte hier dann auch, wer aus dieser Knechtschaft heraustritt, verliert damit auch diese äußere Sicherheit und bitte, bitte jetzt diese innere Sicherheit als das Größte nehmen. Das Sinne ist auch so. Ich habe gerade gestern im Kurs gehabt, das Einzige, was wirklich sicher ist, ist, dass ihr da seid. Genau, genau. Diese innere Sicherheit. Ja. Natürlich, wenn wir außen, die Knechtschaft muss ja immer wieder
dem Menschen die äußere Sicherheit entziehen. Ja. Das ist eben wieder sucht. Ja. Die Verklausulierung dieser Gebote sagt aber dann auch, dass dein Heil eben in der 4 ist, ne? In der 4.1. Du sollst. Ja, nee, nicht, das veränderte ja. Gebot. Wieso ist nicht das Original da, sondern wieso ist es abgeändert worden? Stellt einfach die Energieweiche um, sage ich jetzt mal. Ja. Ja. Okay. Und jetzt macht es auch Sinn, wenn dort steht, du sollst keine fremde Götter haben neben mir. Ja. Nicht diese 4 als Götter nehmen. Ja. Sondern nein, ich bin ist das. Ja. Ich bin das. Genau. Ja, Strike. Ich hatte recht. So, was habe ich noch hier? Achso, Pharao ist in der Bibel der König der 4. Okay. Er ist in Ägypten. Bitte Ägypten jetzt nicht das Land Ägypten. Nicht Pyramiden oder Sphinx. Symbolisch, ja. Okay. Genau. Ägypten ist die 4. Ja. Mose muss ja ausziehen aus Ägypten mit seinem Volk. Sehr spannend. Das ist dieser Einweihungsschritt. Aber da kommt der Auszug, die Befreiung aus der Knechtschaft, heißt es dann in den Texten. Aus der Unterdrückung der 4. Das Wegziehen aus Ägypten. Von der nur 4, um die Verbindung der Struktur 1-4 zu suchen und zu finden. Okay. Denn der Mensch ist mehr als nur die äußere Hülle. So ist das. So, das zweite Wort, die zweite Empfehlung. Du sollst dir kein Bild, kein Abbild machen, was im Himmel droben und was auf Erden hier unten, und was im Wasser unter der Erde. Hier müsste man das Wort Erde in der Überlieferung, also in der Bibel, bedeutet Feld der Schöpfung und nicht unsere Erde hier. Ja. Also nur mal ein kleiner Ausflug. Du sollst dich nicht niederwerfen vor ihnen. Abbild meint hier jetzt, die Menschen, wenn essen gehen, gehen sie nur noch essen des Essenwegens, weil sie vielleicht hungrig sind. Wann haben sich die Menschen das letzte Mal bei einem Tier bedankt, das sie gerade gegessen haben? Verstehen nur, du sollst nicht nur das Bild außen nehmen, nicht nur das alleine stehen lassen. Ja. Und wenn du irgendwo bist, nicht nur so, ach, ist das schön, sondern vielleicht auch mal hineindenken, dass dort noch eine Ursprünglichkeit ist. Genau. Dass dort das Verborgene liegt, die Eins liegt, die Verbindung liegt. Ja. Ja. Was noch? Du sollst, genau, ich bin Eifinger, der die Schuld der Väter ahndet an den Kindern, drittes und viertes Glied. Hier ist nicht gemeint wieder, jetzt muss es der Mensch wieder reinziehen, Mann, dann werden meine Ahnen. Es geht bis ins dritte und vierte Glied. Mein Enkel, mein Urenkel, Ururenkel wird jetzt bestraft, was ich mache. Das ist natürlich damit in keinster Weise gemeint, sondern es ist eine Beschreibung von eigenen inneren Ebenen. Und wenn du dich erinnerst, wir haben mal die Einweihungswege beschrieben. Ja. Noch gibt es die 3 und die 4. Ja. Dann du niemals dorthin kommst. Ja. Wenn du außen nur Bild nimmst, wie schön ist diese Uhr. Und ach, willst du den Schritt dann gehen? Ja. Ach, um dann sich nur anheften, ankleben an diese nur äußere Welt. Und dort wurde die Empfehlung gegeben, versuche ein bisschen den Klebstoff zu entfernen. Dieses magnetisch hingezogen zu der Nummer 4. Ja. Denn dann kommst du nie in die dritte Stufe des Einweihungsweges und auch nicht in die vierte Stufe des Einweihungsweges. Ja. Wieder eine Empfehlung. Vielleicht nochmal von der anderen Seite ein. Ich habe noch mit aufgeschrieben, das Abschneiden der Verbindung zum Wesentlichen ist Bilderdienst. Bilder meint immer nur das Äußere alleinstehen lassen. Ja. Ja. Und das möchte uns das zweite Wort als Empfehlung mitteilen. Das dritte Wort, du sollst nicht aussprechen, ist den Namen des Ewigen deines Gottes zum Falschen. Denn nicht ungestraft wird der Ewige den, der seinen Namen ausspricht, zum Falschen. Das heißt wieder,
wenn wir heute mal hineindenken, was uns die Kirchen präsentieren, dann müssen wir schon mal die Frage stellen, ob sie dieses dritte Gebot aus ihrer Sicht, die dritte Empfehlung, hier nicht ein bisschen was versemmelt haben, wie wir immer formulieren. Ich sehe schon die Versemmelung in den ersten drei komplett. Tut mir leid, aber egal. Genau. Aber bitte, die heutigen Kirchen haben ja nicht den Auftrag, die Menschen zu 1,4 zu bringen. Ja. Sondern die haben den Auftrag, Macht und Geld zu sammeln. 4. Ja, genau. Das darf man bitte, bitte nicht in unserer Zeit. Deswegen sage ich ja immer, Kirche, nein, danke. Glaube ja, bitte. Ja. Und du weißt so langsam, Michael, was ich meine mit Glauben. Nee, ich weiß, dass ich genauso bin. Und das ist ja der Grund, warum wir uns überhaupt hier, denke ich mal, gefunden haben. Ja, genau, genau. spreche den richtigen Weg aus, in der wörtlichen Übersetzung. Spreche den Weg der 1,4 aus und spreche nicht aus die 4 alleine. Deswegen gibt es ja auch in den Krankheiten der Seele, gibt es ja auch das Gute sprechen, den richtigen Weg aussprechen und das Böse sprechen. Und das wird ja dann auch mit den Ohren in Verbindung gebracht. So, und deswegen bitte denken wir auch nochmal hinein, wie viel Informationen auch in den Telegram-Kanälen momentan unterwegs sind, die wirklich nur die 4 sind. Und meine ganz persönliche Bitte, Bitte, Bitte ist, dass Menschen das nochmal von außen, von der 30 anschauen, ob sie es sich wirklich antun wollen, um dort mit in dieses falsche Sprechen mit hineinhören möchten. Ja. Oder ob sie lieber dann sagen, ich gehe eine Stunde, zwei Stunden im Wald spazieren und höre mir das gute Rauschen der Bäume an. Am besten noch barfuß. Genau, ja, verstehen? Mhm. Das möchte uns das dritte Wort als Empfehlung geben. Okay. Das vierte ist ja dann, beobachte den Sabbattag. Ihn zu heiligen, wie der Ewige, dein Gott, dir geboten. So, wir haben ja ein Feiertagsfest daraus gemacht. Sabbat ist der 7. Tag. Wir leben im 7. Tag. Und er will uns erzählen, 6 Tage kannst du arbeiten und alle deine Werke verrichten, aber der 7. Tag ist Feiertag. Du sollst bedenken, dass du ein Hirt gewesen im Lande Ägypten und dich herausgeführt, der Ewige, dein Gott, von da an mit starker Hand und ausgestreckten Arm. Alleine über das können wir jetzt eine Stunde sprechen. Was da alles für Symbole dahinter ist, zusammengefasst, lass die 4 in Ruhe, das mein Sabbat. Deswegen ist auch im Judentum, es wird am Samstag nicht wirtschaftlich gearbeitet. Am Samstag ist Ruhe. Und diese im übertragenen Sinn meint, lass diese 4 in Ruhe. Lass diese ohne Ende Entwicklung in Ruhe. Ja. Menschen haben sich ja angewöhnt in unserer Zeit, diese nicht nur natürliche Entwicklung, sondern Entwicklung, 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 Entwicklung. Die gleichgeschaltete Zwangsruhenverordnung Samstag und Sonntag. Genau, genau. Und das ist damit überhaupt nicht gemeint. Sondern bleib in deiner Mitte, gib Ruhe. Hier bitte nochmal, wer hat uns die Empfehlung gegeben? Der Gott der Ruhe und der Stille. Ja. Und er sagt, gib Ruhe. Es ist alles da, wenn du richtig hinschauen kannst und dich nicht verführen lässt. Und bitte nochmal, gerade in unserer Zeit, wo diese polare Geschichte ist mit Impfen und Nichtimpfen, ist diese Empfehlung sehr viel wert. Lasst euch nicht verrückt machen. Ja. Dem Menschen wird für den Sinn seines Lebens als Empfehlung mitgeteilt,
Jeder Mensch trägt in sich das Verlangen nach Ruhe, nach Harmonie. Das unterschreibe ich. Ja, Ruhe sowohl in deinen Gedanken wie in deinen Taten, damit die nur materielle Entwicklung zur Ruhe kommen kann. Die Beruhigung der Vielheit in der äußeren Welt für den Weg zu sich selbst. Das fünfte Wort, die fünfte Empfehlung. Da muss ich immer innerlich selber schmunzeln. Ehre deinen Vater und deine Mutter, wie der Ewige dein Gott geboten, damit deine Tage lang werden und damit es dir wohlergehe im Lande, das der Ewige dein Gott dir gibt. Die 4.1. Jetzt muss unser Gehirn natürlich sofort an Papa und Mama denken. Ja. Ist aber damit nicht gemeint. Ist mir klar. Dann muss man ketzerisch die Frage stellen, warum darf ich meine Kinder nicht ehren? Ja. Aber das ist nicht gemeint. Es ist damit gemeint, als Vater und Mutter, jetzt wenn der Volker, der würde jetzt kabbalistisch auch wieder erklären, was Vater und Mutter meint. Materie bestimmt, und Geist. Da oben, ja, bestimmte Sephira im Baum des Lebens. Weil wir bleiben, dort nämlich es meint die Ursprünglichkeit. Ja. Schließt sich das schon ganz anders. Ehre deine Ursprünglichkeit. Und Ursprünglichkeit ist die 1-4 Verbindung. Ja. Denk bitte nochmal an unser höheres Selbst. Das ist unsere Ursprünglichkeit. Ja. Das nur eine Sache kennt. Sie möchte hier auf Erden, dass die untere Seele, diese Filiale, diese 1-4, denn sie fühlt in Sache, ihr unerledigt. Und das meint diese Ursprünglichkeit. Okay. Und dafür bekommt ja die Filiale bestimmte Aufgaben, Eigenschaften, Hinweise und Warnungen mit. Und das ist ja dann kabbalistische Numerologie, das auszurechnen, um den Menschen dort nochmal diese Bebilderung zu geben. Ja. Achte besonders auf diese Thematik. Okay. Ja. Also Vater und Mutter im Sinne von Ursprünglichkeit, das ist der Entstehungsprozess. Ja. Kann man jetzt... geistig betrachten, kannst du auch körperlich betrachten, wie auch immer du es sehen willst. Es ist ja. Der Ursprung von allem. Also dein eigenes Dasein in seiner Ursprünglichkeit. Genau. Aber bitte hier, gerade bei den 10 Empfehlungen, ist diese 1-4-Verbindung gemeint. Ja. Ja. Wir haben ja einen biologischen Körper, der eine andere, es gibt ja 3 Themenbereiche, Körper, Seele, Geist. Und der Körper hat ja... Liebe Gott, wie ich immer sage, habe ja damals in der Besprechung mit seinen Erzengeln haben sie festgelegt, dass der Mensch die Menschen selber machen muss. Herz dirigiert, wie ich immer sage. Finde die Idee nicht so schlecht. Am Anfang, bitte symbolisch gemeint, wurde Adam und Eva von oben gemacht. Ja. Dann kam die große Frage, wollen wir weiter selber machen oder Ich sage ja, die Idee ist nicht so schlecht. Da sind wir wieder bei den Naturalien. Naja, lassen wir das. Genau. Okay. Das ist gerade so ein geflügeltes Wort bei uns. Egal. Ja, genau. Ja, gut. Die Erzengel wussten schon, was sie dem lieben Gott symbolisch gemeint empfiehlt, dass er es delegieren soll. Gell? Ja. So, dann haben wir das 6. Wort, die 6. Empfehlung. Du sollst nicht morden, in der Überlieferung so formuliert bei Zuns. Dem Menschen wird für den Sinn seines Lebens als Empfehlung mitgeteilt, ermorde nicht die Suche nach der Verbindung Struktur 4.1. Dass man natürlich auch keinen Menschen ermorden soll, ist klar. Ja. Aber wenn wir in die Geschichte hineindenken und gerade die Kirchen nehmen, dann haben die ja noch diese Kriege geheiligt. Ja. Die Masse der Kriege, wenn wir einmal historisch zurückgehen, ja, waren heilige Kriege. Ja, alle. Ja, genau. Irgendein Narrativ wurde vorne hingestellt. Genau, genau. Also somit sind sie wieder in ihre eigene Falle getreten. Aber das ist damit nicht gemeint. Wir sind hier zu Hause eben, du sollst nicht abdögen, die Verbindung zu dir selbst. Ja. Man darf auch keinen Menschen seine Bestimmung abdögen.
Was natürlich momentan in unserer Viererwelt sehr stark geschieht. Ja, wir haben die Antwort für dich. Genau, wir haben die Lösung. Wir bringen dich hin. Ja, genau. So, wer den Menschen, wen auch immer, von dem Weg aus Ägypten abhält, tötet die Möglichkeit der Verbindung der Struktur 4.1. Okay. Die Folge ist körperliche oder psychische Erkrankung. Hier auch nochmal gemeint die individuelle Bestimmung. Wenn das einer den Menschen nimmt und sagt, schau her, du brauchst doch diese Uhr und dann noch eine Uhr. Ich habe nichts gegen Uhren, das ist jetzt bitte symbolisch gemeint. Und da gibt es noch eine bessere. Ja. Und ihn immer wieder wegführt von sich, der tötet diese Verbindung ab. Ja. Die Möglichkeit der Verbindung. Ja. Die Wertigkeit hast du nur dann, wenn du ein schickes Ding am Handgelenk hast. Genau, genau. So. Dann haben wir das siebte Wort, du sollst nicht Ehe brechen. Jetzt wird es ganz böse. Weil erstmal muss mir jemand noch zeigen, wo es steht, dass man ein Leben lang mit einem Menschen zusammen sein muss. Okay. Ich habe nie gefunden. Außer, dass es später aus den Kirchen ein Dogma wurde, weil sie das wieder runtergezogen haben in diese Welt. Okay. Wo es nichts verloren hat. Welche Ehe ist dann gemeint? Die Ehe zu mir selbst. Die Einheit. Ehe 4.1. Die Einheit. Okay. Ja. Die Ehe 4.1 ist gemeint und sonst nichts, dass es wieder runtergezogen wird und diese, wir hatten vorhin über Märchen gesprochen, wörtlich genommen wird, geht vollkommen am Thema vorbei. Ja, aber das ist ja auch, das ist ja, wenn ich kurz unterbrechen darf, das ist Bergpredigt, Neues Testament, da wird ja ganz klar dieses Gebot genommen hier, auch wenn du das Weib nur schief anschaust, so nach dem Motto und schon im Geiste da irgendwelche Gedanken hast, dann ist das schon der Ehebruch in irgendeiner Form. Also es wird ganz klar auf diese vier Ebene dann auch gezogen. Ne? Genau, genau, genau. Das ist nicht der Christus, den ich meine. Nein, da kommen wir noch hin, okay? Weil wir sind ja mit den Empfehlungen noch nicht ganz durch. Bitte Ehe brechen, man darf auch keine Menschen von seiner Bestimmung drängen. Ja. Was vollends gemacht wird durch die Vier. Ja, klar. Bestimmung ist heute in der Vier, hast du Karriere gemacht? Ja. Hast du, wie viele Häuser hast du? Ja. Wie viele Flugzeuge hast du? Ja. Das ist diese Bestimmung und das ist dieses Ehebrechen. Normalerweise müsste, wenn wir die Politik oder Wirtschaft wörtlich nehmen würden, dann müssten sie sagen, wie schaffen wir es, als Politik den Menschen wieder anzubinden? Aber das ist zur Stunde ja nicht gegeben. Ich sage ja, ich kann nur noch mal auf diese Deutsch-Katholiken verweisen, ja, weil da war genau das Thema. Das ist echt der Hammer. Ja. Also 1849, kurz vor Gründung hier, alles, was danach kam, gab es diese Bestrebung. Die hatten 60.000 Mitglieder, 200-300 Gemeinden schon gegründet und da war der Mensch ganz klar Mittelpunkt des Systems. Da ging es nur darum, erstmal der Mensch und alles andere folgt danach. Ja. Körperpflege frei zugänglich, Badeanstalten frei zugänglich, dass du da deine Ruhezeiten auch findest. Es ist echt der Hammer, ganz ehrlich. Also mich wundert nichts mehr. Ja, und eine Bitte. Dort, wir haben momentan Krieg. Ja. Und es ist genau dieser Krieg, dass diese Vier das nicht möchte. Ja. Aber es existiert. Ja. Und zur Stunde ist es nur möglich, dass jeder einzelne Mensch für sich ganz alleine in sich selber das erkennt und auf die Seite gibt. Weil wir sind noch nicht in einem höheren Prozess. Nein. Da ist diese Vielheitsseite, diese Vier, momentan noch. Okay. Bröckelt jeden Tag, aber es ist noch nicht so weit. Ja. Und nochmal vielleicht, ich wiederhole mich hier auch gerne, es geht zur Stunde um die innere Sicherheit. Nicht mehr um die äußere. Ja, die ist weg. Die war noch nie da. Die war auch noch nie da, es war uns nur verkauft worden. Ja. Wir schützen euch vor Terrorismus. Wir schützen euch vor euch selbst. Bitte? Wir schützen euch vor euch selbst. Ja, genau. Ja. genau. Ja. Komm ja nicht auf die Idee, deine eigenen Gedanken irgendeinen Wert zu geben. Wir haben die Antwort. Genau.
Und es musste irgendwas initiiert werden, dass wieder was da war, ja, damit ich sie wieder beschützen konnte. Genau, dieser etwas besser entwickelte Schimpanse, der gerade mal aufrecht gehen kann und einigermaßen vernünftig quatschen kann, braucht dringend eine Führung. Genau, genau. So, dann haben wir das achte Wort, du sollst nicht stehlen. Natürlich soll man niemanden beklauen, wenn wir es wieder in unsere Welt sehen. Ja. Nur, wir sollen bei unseren Mitmenschen diese 1-4-Verbindung nicht stehlen. Ja. Und auch bei uns selber nicht stehlen. Ja. Das ist damit gemeint. Und nichts anderes. Der Mensch darf die Zeit seines Lebens nicht stehlen für das, in der nur 4 denken und handeln. Und man darf keinem Menschen seine Bestimmung stehlen. So ist das. Genau. Nur bitte nochmal, diese 4 hat genau den anderen Ansatz. Und das möchte ich heute nochmal im Sinne des, was momentan ja schon ist bei den Menschen, die diesen Peaks nicht gemacht haben und die diese Verbindung suchen und diese Verbindung gehen möchten, dass wir sie wirklich mit dieser immer mehr hineindenken und immer mehr hineinführen, über diese Brücke gehen, diese inneren Sicherheit. Ja. So, dann haben wir das 9. Da war es der, du sollst nicht Zeugen weder deines Nächsten als falscher Zeuge. Dem Menschen wird für den Sinn seines Lebens eine Empfehlung mitgeteilt. Der Mensch soll nicht die Unwahrheit aussprechen, bezogen auf den Sinn des Lebens. Er soll nicht die 4 als das Maß aller Dinge verkaufen. Genau, genau. Ohne die Anbindung geht es. Falsch Zeugnis reden ist das nur Sprechen mit den Argumenten der nur 4. Ja. Also nach dem Motto, das ist das, worum es geht. Ja. Such dir einen guten Job. Es ist immer das Gleiche. Also es ist echt genial. Also hallo, mein lieber Herr Gesangsverein. Okay. Ja. Es darf auch Lüge geben über die ursprüngliche Bestimmung des Menschen hier auf Erden, weil nach dieser Bestimmung wird im Augenblick des Todes abgerechnet. Nicht mehr für Autos, nicht mehr für Flugzeuge. Ja. Es bleibt alles hier. Genau, und das meint... Im Jenseits gibt es kein Telegramm. Sag dem Motto, genau, ich bin angekommen. Genau, genau. Dort wird nur gefragt, hast du diese Empfehlungen beachtet? Ja. Und hast du deine persönliche Bestimmung, nochmal, die kabbalistisch aussehbar ist, ja, umgesetzt? Ja. Und danach wird für dieses und für Mitwertung, das darf ich mal so aussprechen, für viele weitere Leben Entscheidungen getroffen. Wenn du diese Frage mit Ja beantworten kannst, dann hast du auch deine Sicherheit. Genau, aber die innere. Um die ja, klar. Ja. Ja. So, dann haben wir das 10. Wort. Du sollst nicht Gelüste tragen nach dem Weibe deines Nächsten. So, jetzt haben wir es. Jetzt bin ich mal gespannt. Ein Lachen hat jetzt in der, wie nennen wir das, in der letzten körperlichen Auskristallisierung gedacht. Ja, ja. Dann gehen wir bitte ein Stockwerk höher und schauen uns das mal an aus der Überlieferung. Und ja, dort bedeutet Weib, wenn dich erinnerst, die 4 alleine. Die 4 allein. Genau. Bitte nicht personifizieren mit Frau jetzt. Ist klar. Sondern ja, also, wir sind nicht bei Tutti Frutti aus den 80ern. Das würde ich damit jetzt mal sagen. Also wir sind auf der Ebene, Weib ist 4. Also damit ist etwas symbolisiert, was die 4-Welt, Materie, alles Mögliche bedeutet. Ja? Kann man das so sagen? Eins bitte nochmal. Hier, leider wird es von manchen Religionen so wörtlich genommen. Schau bitte die ganzen Verschleierungen der Frau. Ja, ja. Das Symbol der Verschleierung. Genau. Die Symbolik ist, dass nicht die 4 das Wichtige ist. Und die haben es wieder runtergezogen. Genau. Gedreht. Genau, genau. Auch hier wieder haben wir wieder die Thematik, die Macht. Ja. So, du sollst nicht begehren nach dem Hause deines Nächsten, seinem Felde, nach seinem Knecht und seiner Magd, seinem Ochsen und seinem Esel und alles, was dein Nächstes ist. Denn wenn ich diese 4 als Mittelpunkt nehme, hier haben wir wieder die Empfehlung, bitte lass die 4 in Ruhe.
Suche die 4-1-Verbindung. Das ist meine die 10. Empfehlung. Und hat nichts, aber auch gar nichts mit der Thematik Mann, Frau im klassischen Sinne zu tun und wird auch nie was zu tun haben, wenn ein Mensch es wörtlich und hier darf ich auch formulieren, ernst meint, wenn er den Weg zu sich selber sucht und Schritt für Schritt, Staffel für Staffel auch gehen möchte. Ja. Ja, das sind so auch natürlich die nur vier möchte, will, dass der Mensch seine Bestimmung nicht sucht und findet, ja, sondern sich nur der äußeren Vielheit hingibt. Da stellt sich immer die Frage, das ist, glaube ich, das, was dann die meisten auch beschäftigt. Ne? Also, warum? Warum dieses Spiel? Also also wirst jetzt auf das 1-4-Prinzip gesetzt, ja, dass deine Aufgabe ist, praktisch von der 4 wieder in die 1 zurück in irgendeiner Form, die Verbindung wieder herzustellen. Warum wird das erstmal getrennt? Hätte man das nicht von vornherein erstmal lassen können oder um was geht's? Ja, erstmal, dass der Mensch ist ja vor dieser, er hat ja diese Freiheit. Das wird ja immer geschrieben, auch wenn man die Idee Gottes nehmen. Er hat ja die Idee gehabt, dass es bald Menschen geben wird. Und dann war ja noch die Frage, was noch dazu? Ja. Und dann hat er gesagt, ich muss die alle lieben, damit ich sie in Freiheit gehen lassen kann. Ja. Damit sie dann unten die Entscheidung selber treffen können. Aber wozu? Ich meine, was ist das höhere Ziel? Höhere Ziel ist, dass wir diese Liebe erfahren, die er kennt, wenn man es jetzt aus der Ursprünglichkeit. Okay. Aber hätte man es nicht anders machen können, einfach sagen, und brauchen wir diese Prüfsteine, die wir da unser Leben lang hindurch uns, die wir da abarbeiten, ja, und wenn dann die Gefahr schon gegeben ist, dass wir da fehlgeleitet werden, was sucht er? Sucht er die absolute Reinheit oder was sucht er? Er sucht, dass die Menschen in sich diese 1-4-Verbindung suchen und finden. Es gibt ja, wenn man numerologisch reingeht, einmal eins ist immer Gott, zweites die Polarität. Ja. Und drei war Licht. Der Rückweg heißt dann 2-1. Aus der Polarität heraus wieder in die 1 kommen. Aber bitte das jetzt wieder nicht übertragen auf Himmel, das schauen. Nein, nein. Sondern der Weg zu mir selbst. Okay. Innen. Ja, ganz wichtig. Jetzt nochmal, aber was glaubst du, zu welchem Zweck? Ja, das muss doch irgendeinen Zweck haben. Also da kommt meine Ratio ganz, ganz automatisch und fragt, ja, wozu das alles? Das hätte man sich alles sparen können. Wir brauchen keine Erde, wir brauchen keinen Körper. Lass uns einfach in unserer Ewigkeit drin und dann reifen wir dort zur Vollkommenheit hin. Das ist das, was wir ja alle irgendwo, wir sind an dieses Dasein ein Stück weit gebunden. Wir sind hier, wir sind mit diesen Verführungen konfrontiert. Ja, aus irgendwelchen Gründen gibt es diese andere Strömung, was weiß ich, Höllensturz, Satan, Krieg im Himmel und so weiter, was man da alles mal mit reininterpretiert. Ja, dass die Rache praktisch ist in irgendeiner Form an. Nein, es ist keine Rache. So verstehen wir es aber, ne? So in der Art, so wird es uns ja erklärt. Ne? Ja, dass das keine Rache ist, dürfte klar sein, dass das wahrscheinlich auch verklausuliert ist in irgendeiner Form. Aber was ist das höhere Ziel? Was ist das Ziel? Warum müssen wir diesen Weg gehen? Dass der Mensch hier auf Erden, wenn wir jetzt ursprüngliches Wissen nehmen, dass der Mensch hier auf Erden lernt und mitbekommt, dass diese Freiheit, diese göttliche Liebe existiert. Okay. Und er hat den Auftrag, sich durch diese Entscheidung, welchen Weg gehe ich, auf diese eine Seite zu bewegen. Was passiert mit denen, die das nicht tun? Wir haben ja momentan drei, ja, ich nenne es mal Gruppierungen. Ja. Wir haben die Wesen, die hier auf Erden nur für diese Entwicklung da sind. 4 immer weiterentwickeln. In der Überlieferung werden die Shedim genannt, weil wir ja das Wort Dämonen nicht sagen sollen. Ja. Dann gibt es die Gruppe, die in sich spürt, dass irgendwas da ist, nur das so noch nicht weiß, wohin. Ja, ja, verglichen worden ist und immer noch, das, und bitte entschuldige, wenn ich das jetzt so formuliere, so platt, die für Weißwurst essen sich impfen lassen.
Ja, die war trotzdem merken oder noch so einen Restzweifel haben, sagen, nee, ich mach's doch nicht irgendwo so in der Art. Also die irgendwo Nein, so nein, nein, genau, Zwiespalt nicht. sind, ja? Erstmal die Gruppe, die sich noch verführen lässt. Ja, die gerade Oder dabei sind, sich die verführen zu lassen. Figuren war. Also die gerade dabei sind, sich verführen zu lassen. Sagen wir mal, wenn das Angebot passt, dann. Ja, aber bitte hier, es wohnt eigentlich Gänsefüßchen in ihnen, aber die Verführungskraft ist noch so stark auf sie. Ja. Das ist diese zweite Gruppe momentan. Okay. Und dann haben wir diese dritte Gruppe, die sagen, ihr könnt uns alle gern haben. Genau. Rutscht mir weiß Gott wohin. Genau. Ja. So. Ja. So, Ja. und diese drei Gruppen haben wir zurzeit. So, Und warte. in den Überlieferungen wird immer erzählt, dass es immer Auskristallisierungspunkte gab und geben wird, dass diese vier extrem wird, bevor es wieder einstürzt. Denk bitte an die Mayas, denk bitte an die Römer, denk bitte an die Griechen und, und. Es waren immer Hochkulturen, die weg von der 1,4 sind hin, nur noch zur 4. Ja. Und so, wir brauchen immer wieder solche, ja, Gezeiten, nenne ich es mal. So Zeitenrhythmen, wo diese Rhythmen. Phase geschieht. Ja. Okay. Und Kann man dann auch sagen, okay, dass die Erkenntnisse derer, die dann, sage jetzt mal, ich sag, so in der Leck mich am Arsch-Einstellung sind, dass die Erkenntnis dadurch, die Sicherheit in sich selbst zu erfahren, irgendetwas an der Seele, an der Energie bereichert, sie stärker macht in irgendeiner Form, ist das das Ziel? das Ziel ist, es reicht schon, diesen Weg zu gehen. Okay. Ja, wer auf dem Wege ist, ist schon am Ziel. Wer am Ziel ist, merkt, dass er erst auf dem Wege ist. Da bin ich am Ziel, glaube ich. Also ich schätze mich jetzt einfach mal so ein, ja, also in der Form, ja. Egal, was du jetzt gerade, egal, was du gerade gesagt hast zu den 10 Geboten, also jedes Einzelne, ja, da war für mich immer klar, ich habe sofort wieder eine Bestätigung gehabt, dass das vom Empfinden her und auch vom Annehmen her deckungsgleich zu dem passt, wie ich gerade die Welt so betrachte, wie ich auch Ja. wirke, wie ich selbst mein Leben gerade gestalte. Also da sind ganz, ich habe schon noch meine Punkte, wo ich aufpassen muss, dass die Verführung nicht greift. Ja, also ich glaube, Ja, da kann sich auch genau. keiner richtig davor schützen. Nein, Aber nein. ich glaube, das ist auch eher so eine prozentuale Geschichte. Ja? Also wenn du so bei 10% Verführung bist, dann ist das noch okay, denke ich. Ja? Hauptsache, du gehst eben nicht voll da rein. Ja? Weil so Ja. 1,4 ist ja auch eine Gewichtung. Ja? Kann man das so verstehen? Michael, bitte, wenn wir keine Verführung angeboten bekämen, können wir es ja nicht lernen. Deswegen ist er ja da. Ja. Stell dir vor, es wäre keine Verführung da, wir können es nicht lernen. Ja, die Frage, die sich mir immer noch aufdrängt, ist, zu welchem Zweck das Ganze? Also wozu? Ich kann aus der Überlieferung nur, was ich gelesen habe und für mich verstanden habe, ist, dass ja dieser Alte hinter dem Berge diese Idee hatte. Und nicht der, der uns die Empfehlung gegeben hat. Hm. Der alte Nürnberg, ja. Genau, Ich und erinnere der. mal an 3.1, 3.2 mit Bernhard Pewirth. Genau, genau, genau. Und dieser Alte hinter dem Berge hatte ja diese Idee, Menschen. Und dann musste er noch die Eigenschaft und die Fähigkeiten. Könnte es sein, dass wir nach unserem Tod, sofern er je stattfindet, ich sage jetzt mal der Tod in der 4, Ja. ja, dass wir dann die Antwort kriegen? Die hat es immer wieder gegeben, wie du ja auch vorhin schon gesagt hast, dass es Zeiten gab, wo Dörfer, Gemeinden sich, wo der Mensch, die 1-4-Verbindung der Mittelpunkt war, Ja. bis es wieder genommen wurde. Ja. Auf diesem Weg sind wir jetzt gerade, was immer noch geschehen mag, allerdings wir sind noch lange nicht dort. Aus heutiger Aber Sicht. das ist dann mehr eine quantitative denn eine qualitative Frage, oder? Ja, wir haben nur eins, es gibt ja dieses Modell auch, dass exponentiell in bestimmten Phasen es geschieht. Ja. Wo es ja auch so 1990 hieß, alle 7 Jahre verdoppelt sich die Zahl, die offen werden für diese Thematik. Alle 7 Jahre ändert sich der Ja, Charakter. ja, ja. Und Ja. nur jetzt sind wir ja gerade in dieser C-Zeit und dort geschieht exponentiell was. Ja, ich Ja. glaube, das ist auch das, was alle spüren. Ja, also ich denke ganz viele. Also wenn du jetzt
Telegram merkst du das, die Fragen, die Hinterfragungen, die kommen, das kommt ja irgendwo her, das sind Impulse, die Menschen haben, wo sie dann die Dinge in Frage stellen. Nur so kannst du ja auch erkennen. Also da ist die Frage nach der Verführung. Also das, was du lieferst, ist eigentlich im Prinzip schon eine Antwort darauf, wenn du schon Hinterfragungen hast, dann hast du es zumindest schon erkannt. Ja, das ist schon der erste Schritt, denke ich. Alle, die keine Schedin haben, wohnen es ja in dir. Nur es ist halt ein bisschen durch diese Schedin verschüttet worden und gerade kommen die Schaufellader und fahren das weg. Bernhard, also ich habe schon noch Lust, ein paar Videos mit dir zu machen, aber du sagst 5 und dann ist Schluss. Meine Situation ist die, Michael. Ich möchte Denkanstöße geben, dass Menschen diese innere Sicherheit, wenn wir darüber reden können, immer. Ja, also, dann lass uns noch ein bisschen weil es macht mittlerweile auch keinen. Es ist, finde ich, wenn man nur über rationale, also geschichtliche Dinge spricht, dann ist schon wieder die Gefahr, dass sie die Außenorientierung geben. Ja, es ist spannend und es war auch gut, es war wichtig, dass bestimmte Kanäle erstmal Informationen geliefert haben. Das waren so die ersten Stufen, die ersten Schritte, überhaupt mal zu fragen, ja, was ist denn der Hintergrund? Das war alles gut. Nur ich denke, wir kommen jetzt durch diese Peaks- und Nicht-Peaks-Geschichte in eine ganz andere Dimension. Glaube ich auch. Ja. Ich habe auch richtig Respekt vor dem Herbst und vom Winter. Ja, genau. Nämlich, jetzt geht es um diese, nochmal, bitte. Wir können hineindenken, die Wirtschaft hat uns versprochen, Arbeitsplätze, Sicherheit. Die Banken haben uns versprochen, Zinsen. Der Staat hat uns versprochen, Renten. Wir können jetzt weitermachen. Die Kirchen haben uns das ewige Leben versprochen. Ja. Ja. Und er hat uns den Messias versprochen. Ja, genau. Und immer dieses Äußere, damit die Menschen nicht mal versehentlich hineindenken, dass es auch eine innere Sicherheit ist. Du bist ein Zufallsprodukt der Evolution und das ist absolut keine Wertigkeit, dass du da bist. Ja, spielt keine Rolle. Bitte, guck ja nicht irgendwo hin, sondern wir machen das für dich. Ja. Also Michael, wenn wir in diese Wegrichtung gehen und diese Farbtupfer aufbauen, dann gerne. Dann lass uns das auch machen. Lass uns so ein bisschen bibeltechnisch so ein paar Storys mal da rausholen. Da gibt es ja spannende Sachen. Noah, Sintflut und so weiter. Höllensturz, Satan. Oder auch Baum des Lebens. Ja, Sündenfall in der Form. Ja, wenn man das dann unter den Aspekten mal anguckt, das wäre doch bestimmt auch mal so ein bisschen was, wo wir eine kleine Reihe draus machen könnten, oder? Michael. Kriege ich nicht überzeugt. Ja, wenn du Sünde sagst, Sünde heißt abgesondert sein. Ja. In der Überlieferung. Abgesondert sein von der 1-4-Verbindung. Das ist Sünde. Ja, mehr nicht. Das glaube ich mittlerweile auch. So verstehe ich es auch. Ja. Eine Sünde kannst du nur gegen dich selbst richten. Genau. Ja. Ja, dann denke ich, dass wir den hinein. Also ich nehme dich beim Wort. Wir machen so in 2-3 Wochen nochmal was, oder? Hineindenker und Hineindenkerinnen, dass ihr bitte, dass vielleicht mal auch 2-3 Mal sich ansehen. Ja, klar. Weil es sind Bewusstseinsstufen und das kennen wir alle. Das Buch ist das erste Mal gelesen und beim zweiten Mal lesen habe ich gar nicht gewusst, dass es drin steht. Ja. Und beim dritten Mal lesen wieder was anderes. Ist in meinen Audios nicht anders. Ich kriege ganz oft die Rückmeldung, wenn ich das zum 10. Mal anhöre. Ich höre dann immer noch was, wo ich dann nichts gehört habe. Ja. Okay. Bernhard. Michael. Ich danke dir recht herzlich. Ja. Danke, dass ich was erzählen durfte. Mach's gut, bis bald. Bis bald, tschüss.